Giovanni Zarrella wurde durch seine Teilnahme an der Castingshow Popstars zum Star. Von 2001 bis 2006 war er Sänger der Band Brosis. Heute ist Giovanni aber nicht nur als Musiker aktiv, er hatte seither auch viele Auftritte im TV, versuchte sich schon einige Male als Moderator und ist auch in den sozialen Medien präsent. Hier erfahrt ihr 10 spannende Fakten über das ehemalige Brosis-Mitglied. Fakt 1. Giovanni wuchs zweisprachig, nämlich deutsch-italienisch auf. Zwar wurde er in Deutschland geboren, in den 1990ern lebte er jedoch gemeinsam mit seiner Familie in Italien. Zudem besitzt er die italienische Staatsbürgerschaft, aber nicht die deutsche. Fakt 2. Sehr früh nahm der Sänger schon Klavier- und Orgelunterricht, mit 15 Gesangsunterricht. Fakt 3. Mit 16 Jahren gründete Giovanni seine erste Band Brotherhood. Erfolgreich war er damit jedoch nicht. Das Singen blieb für ihn erstmal nur ein Hobby. Fakt 4. Beruflich stand vorerst eine Lehre als IT-Systemkaufmann und ein Job im Vertrieb von Hugo Boss im Vordergrund. Erst 2001 erlangte Giovanni dann mit der Band Brosis seinen musikalischen Durchbruch. Fakt 5. Neben der Musik hat der Moderator aber auch eine andere Leidenschaft: Fußball. Als er mit seiner Familie in Italien war, entwickelte sich der Sänger zum leidenschaftlichen Fußballer. Von 1992 bis 1994 spielte er in der Jugend des AS Rom. Als er nach Deutschland zurückkehrte, wechselte er zur Jugendmannschaft des VfB Stuttgart. Auch heute spielt Giovanni noch gemeinsam mit seinem Bruder in Seniorenmannschaften. Fakt 6. 2010 eröffnete er gemeinsam mit seiner Frau Janaina sein Restaurant Settantotto. Dieses musste jedoch wieder schließen. Fakt 7. Giovanni und seine Frau Janaina sind ein Herz und eine Seele. Doch eigentlich sind die beiden nur durch eine Notlüge zusammengekommen. Beim Red Nose Day 2004 wurde Janaina auf der Tanzfläche von einem Verehrer nicht in Ruhe gelassen. Giovanni wollte helfen und gab sich als ihr Freund aus. Letzten Endes wurden die beiden dann aber wirklich ein Paar, heirateten und haben 2 Kinder. Fakt 8. Zu seiner Mutter hat der Sänger ein sehr enges Verhältnis. Sie hat großen Einfluss auf sein Leben und er vertraut immer auf ihren Rat. Das sind magische Mutterfähigkeiten, die sie hat. Und deshalb ist sie auch die Einzige, die mich mit ihrer Kritik bis auf die Unterhose ausziehen kann und darf, so Giovanni in einem Interview mit der Bild am Sonntag. Fakt 9. Zu seinen besten Freunden zählt Sänger und DSDS-Sieger Pietro Lombardi. Fakt 10. Am 11. September 2021 durfte das ehemalige Brosis-Mitglied seine erste eigene Musikshow, die Giovanni Zarrella Show, im ZDF präsentieren.